Juli, Andalusien, 40 Grad im Schatten. Wochenlange Versuchskampagnen in der Heißlanderprobung verlangen nicht nur dem Equipment alles ab, auch Testfahrer und Messtechniker kommen unter diesen Bedingungen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Das ist nur eines von vielen Szenarien, im Rahmen dessen sich die meisten wünschen würden, dass Kollege Datenlogger den Platz im Fahrzeug einnimmt, anstelle mit Laptop auf dem Schoß stundenlang im Fahrzeug konzentriert unter diesen Bedingungen arbeiten zu müssen. Unter welchen Voraussetzungen das möglich ist und welche Funktionen moderne Loggerlösungen dafür mitbringen sollten, genau das schauen wir uns in der heutigen Folge von CSM Explained an. Wir werden also verschiedene Einsatzszenarien kennenlernen. Wir werden uns die Stärken und Schwächen von Messrechnern auf der einen und Datenloggern auf der anderen Seite anschauen. Und wir werden einige spannende Features kennenlernen, mit denen wir in vielen Fällen den Messrechner durch eine intelligente Loggerlösung austauschen können, sodass Sie dann besten Wissens sagen können: Bye bye, Messrechner. Ich stelle mich noch ganz kurz vor. Mein Name ist Timo Eich. Ich bin Business Development Manager bei CSM und in den nächsten 20 Minuten Ihr persönlicher Tourguide bei unserem Kurztrip in die Welt des Fahrversuchs. Datenlogger-gestützter Fahrversuch ist ja zunächst erstmal nichts Neues und in vielen Bereichen bereits Standard. Genauso gibt es aber auch sehr viele Anwendungsbereiche, in denen heute immer noch betreute Messrechner im Fahrversuch eingesetzt werden. Und dazu schauen wir uns einfach einmal ein paar Einsatzszenarien in der Übersicht an, und zwar Szenarien bei der Datenaufzeichnung im Fahrversuch. Da haben wir zum einen die Untersuchung von Prototypenfahrzeugen. Bei den Prototypen ist es oftmals neben der reinen Datenaufzeichnung erforderlich, während den Versuchsfahrten ständig Anpassungen an den Einstellungen der Steuergeräte vorzunehmen. Unser Versuchsequipment soll also nicht nur messen, sondern auch gleichzeitig dazu in der Lage sein, die ECUs des Fahrzeugs zu kalibrieren und zu flashen. In der Vorserie haben wir es dann eher mit immer und immer wieder erforderlichen, mehr oder weniger großen Anpassungen der Messaufgaben zu tun, wobei der Fokus hier schon deutlich auf der Messdatenerfassung liegt. Und im seriennahen Dauerlauf geht es uns primär darum, ganze Flotten zu vermessen und im Grunde genommen nur noch Messdaten von möglichst vielen Versuchsfahrzeugen einzusammeln. Typischerweise sind die Einsatzfelder im Bereich Prototypenerprobung eine Domäne der messrechnergestützten Datenerfassung, weil wir hier einfach die Tools zur Verfügung haben, um das Kalibrieren und Flashen von ECUs vorzunehmen, zum Beispiel mit Produkten unseres Partners Vector Informatik. Der Dauerlauf auf der anderen Seite ist eine klassische Domäne des datenloggergestützten Fahrversuchs, in dem wir in möglichst langen Zeiträumen autark und ohne Bedienpersonal messen wollen. Und wo es jetzt interessant wird, ist der Bereich Vorserie. Denn bisher ist dieses Feld auch eher eine Domäne des Messrechners. Und hier vielleicht mal eine ganz kurze Begriffsdefinition: Was meinen wir eigentlich mit Messrechner? Unter Messrechner verstehen wir also einen Laptop, entweder auf dem Schoß des Bedieners oder, wenn Fahrer und Messtechnikbetreuer ein und dieselbe Person sind, dann meistens auf einer speziellen Halterung im Beifahrerbereich. Und die Laptops, die sind ja auch in sehr robusten Ausführungen verfügbar, die in der Praxis auch oft eingesetzt werden. Und wir wollen im Folgenden nun einfach mal den klassischen Messrechner, einem Kompakt-Datenlogger, am Beispiel unseres Uniken 3 gegenüberstellen und prüfen, ob ein Datenlogger auch dazu in der Lage ist, Anwendungen aus dem Bereich Vorserie zu übernehmen. Diese Gegenüberstellung, die hat ganz reale Beweggründe, denn einige unserer Kunden sind konkret mit der Frage auf uns zugekommen, wie sie in bestimmten Szenarien den Messrechner durch einen Kompaktdatenlogger ersetzen können, ohne auf wichtige Funktionen des Messrechners verzichten zu müssen. Und dazu schauen wir uns einmal eines dieser Szenarien an. Hier, wie Sie leicht sehen können, jetzt nicht in Andalusien, sondern irgendwo, wo es kalt ist, zum Beispiel
an einem Entwicklungsstandort in Österreich im Winter. Und der Testablauf unseres Kunden sieht also folgendermaßen aus. Zunächst wird im ersten Schritt das Testfahrzeug mit Messtechnik ausgerüstet. Dann wird eine Testfahrt auf dem Testgelände durchgeführt und das Fahrzeug kehrt danach zum Startpunkt zurück. Dann werden so schnell wie möglich die Messdaten gesichtet und ausgewertet. Und im vierten Schritt werden die Erkenntnisse gleich in die Praxis umgesetzt, was dann oftmals auch gleichzeitig mit einer Anpassung der Messaufgabe verbunden ist. Und dieser Prozess, der wiederholt sich jetzt immer und immer und immer wieder. Deswegen auch die Überschrift immer im Kreis. Und wir gehen jetzt einfach gemeinsam mal durch diese vier Schritte durch und stellen bei jedem Schritt den Messrechner unserem Kompaktdatenlogger gegenüber. Im ersten Schritt geht es jetzt also um das Ausrüsten des Testfahrzeugs. Und bei der Verwendung eines Messrechners tauchen hier gleich einige Probleme auf, nämlich zum einen beim Einrüsten des Messrechners im Fahrzeug. Der Rechner hat einfach eine gewisse Größe und natürlich auch seine typische Form. Und weder Größe noch Form sind ideal für einen Einbau im Fahrzeug. Die am Markt erhältlichen Laptop-Halterungen nehmen im Zweifel sehr viel Platz im Fahrzeug weg, zum Beispiel große Teile des Beifahrerbereichs. Und genau das ist dann auch das Problem, wenn das Testfahrzeug jetzt zum Beispiel sehr dynamisch gefahren wird oder sogar verunfallt, dann wird der Laptop nämlich ganz schnell zu einem riesigen Wurfgeschoss im Fahrzeug. Ein weiteres Manko sind die Steckverbinder des Laptops zum Anschluss der Messtechnik, wie zum Beispiel die Ethernet- oder die USB-Schnittstelle. Das sind Bürosteckverbinder ohne robuste Stecksicherung. Dabei kann es bei den Fahrzeugen natürlicherweise immer auftretenden Vibrationen schnell zu Verbindungsunterbrechungen kommen durch nicht zuverlässig kontaktierende Steckverbinder oder sogar losgeschüttelte Stecker. Und damit kommt es dann möglicherweise leider auch zum Datenverlust. Und auch die Laptops selbst leiden natürlich unter den permanenten Erschütterungen und Vibrationen. Die Ruggedized-Varianten natürlich weniger als die reinen Büro-Laptops, aber sie leiden auch über die Zeit gesehen. Und vor allem auch die Betriebstemperaturbereiche von Laptops sind oftmals den harten Anforderungen von Heiß- oder Kaltlanderprobungen nicht gewachsen. Bei den all eben genannten Punkten schneidet der Kompaktdatenlogger schon deutlich besser ab. Denn mit seinen geringen Abmessungen lässt sich ein Kompaktdatenlogger problemlos auch hinter Abdeckungen oder zum Beispiel auch im Handschuhfach verstauen und kann vor allem auch bereits beim Einrüsten der sonstigen Messtechnik mit verbaut werden. Unser Unicam 3 zum Beispiel verwendet nur dichte und arretierende Steckverbinder, die auch unter Fahrversuchsbedingungen sicher kontaktieren und kommt darüber hinaus auch ohne weitere bewegliche Teile aus. Außerdem bietet er einen Betriebstemperaturbereich von minus 40 bis plus 85 Grad. Schauen wir gleich zum Schritt 2 der Testdurchführung. Wie sieht es denn hier beim Messrechner aus? Hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wird der Rechner vom Fahrer mitbedient oder es ist eine zusätzliche Person an Bord, die sich um den Rechner kümmert. Und gerade wenn die Bedienung der Messtechnik aufwendig ist, dann ist die zweite Person oft unerlässlich. Das heißt aber, dass zwei Personen ständig im Fahrzeug sein müssen. Und das bei Wind und Wetter. Denken Sie an Andalusien, wenn es sommerliche, hochsommerliche Temperaturen hat. Oder an die Kaltlanderprobung. Auch mit Klimaanlage sind das schon extrem körperliche Belastungen. Dazu kommt, dass am Rechner die Datenverwaltung oftmals aufwendig ist, da viele Arbeitsschritte wie die Steuerung der Messung, Speicherung der Daten, Dateibenennung und vor allem auch die Eingabe von Metadaten sehr aufwendig sind. Wenn dann noch mehrere unterschiedliche Bediener im Rahmen einer Versuchskampagne mit ein und demselben Laptop arbeiten, dann müssen auch klare Prozesse für die Vereinheitlichung der Datenablage festgelegt werden. Und natürlich ist die manuelle Datenverwaltung auch anfällig für Fehler.
Gerade wenn man schon lange im Fahrzeug sitzt, es dauernd heiß oder kalt ist, man unkonzentriert wird oder es dauernd im Fahrzeug irgendwie ruckelt, all das sind Quellen für Tippfehler und andere Unaufmerksamkeiten. Schauen wir mal, wie unser Kollege Datenlogger hier abschneidet. Der riesige Vorteil des Datenloggers ist es, dass er in der Regel völlig autark arbeitet und somit kein messtechnisch versiertes Personal zu seiner Bedienung beim, geschweige denn im Fahrzeug sein muss. Das spart natürlich Zeit und Personalkosten. Zum anderen ist der Datenlogger viel weniger fehleranfällig. Zum einen, weil die ganze Handarbeit vor Ort entfällt und zum anderen auch, weil die Hardware und Software eines Datenloggers in der Regel weniger komplex sind. Unser Unicam 3 zum Beispiel ist voll auf Zuverlässigkeit und Stabilität ausgelegt und ein Schlüssel dafür ist seine FPGA-Architektur. Das bedeutet, dass wir für den Unicam 3 eine eigene CPU und ein eigenes Betriebssystem entwickelt haben und dadurch alle Parameter auf 100%ige Datensicherheit auslegen können. Natürlich haben wir beim Logger im Vorfeld auch einen entsprechenden Konfigurationsaufwand. Zum Beispiel legen wir die Datenablageprozesse an. Wir machen uns diese Arbeit aber bereits in Ruhe vor den Versuchsfahrten, sodass der Logger dann automatisch alle Dateien richtig benennt und am korrekten Speicherort ablegt und das dann schon wahlweise während der Messfahrt. Wir gewinnen also eine extrem hohe Prozesssicherheit, zum einen durch die strukturierte Verwendung von Dateinamen und vor allem auch den Metadaten. Und die Arbeitsabläufe ändern sich auch nicht durch wechselnde Bediener. Also auch hier in Schritt 2 sammelt der Logger viele Pluspunkte gegenüber dem Rechner. Einen großen Nachteil hat der Logger allerdings gegenüber dem Messrechner und den will ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Denn am Messrechner können wir in der Regel sofort die Messdaten visualisieren und die ersten Eindrücke zu den Messergebnissen erhalten. Und diese Visualisierung, die fehlt uns natürlich bei einem Logger, der jetzt einfach im Handschuhfach liegt und dort arbeitet. Das heißt, um diesen Vorteil des Messrechners zu kompensieren, braucht der Datenlogger eine Möglichkeit, dem Benutzer Live-Zugriff auf die Messdaten zu ermöglichen. Und eine solche Möglichkeit ist das sogenannte MQTT. MQTT bedeutet Message Queuing Telemetry Transport und bezeichnet ein standardisiertes offenes Transportprotokoll aus dem IoT-Bereich, also dem Internet of Things-Bereich. Und mit einer MQTT-Funktion im Datenlogger können wir nun zeitnah, also quasi live, Informationen aus dem oder den Datenloggern mittels Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung an einen Server übertragen. Das können Systemdaten sein, wie zum Beispiel GPS-Position oder Speicherfüllstände, aber auch Messdaten von analogen Messmodulen oder Busdaten vom Versuchsfahrzeug. Und diese per MQTT übertragenen Daten können dann ganz einfach in webbasierten Dashboards angezeigt werden, also einfach im Webbrowser von Endgeräten wie PC, Tablet oder Smartphone. Und auf diese Weise ist es sogar möglich, über ein Dashboard jederzeit und überall einen Überblick über die komplette Fahrversuchsflotte zu behalten, wenn die Versuchsfahrzeuge mit internetfähigen Datenloggern mit MQTT-Funktionen ausgerüstet sind. Der riesige Vorteil dabei ist, dass wir jetzt bei allen Versuchsfahrzeugen sofort sehen, ob es besondere Vorkommnisse gibt, einfach auf Basis der Live-Daten im Dashboard. Das heißt außerdem, dass die Person, die vorher im Fahrzeug mit dem Laptop sitzen musste, nun in einem klimatisierten Büro mit einem guten Bürostuhl, einem großen Monitor sowie Zugang zu gutem Kaffee und zur Toilette sitzen kann. Klingt doch gut, oder? Wie funktioniert MQTT vom Prinzip her? Nun, die Clients, also hier jetzt unsere Datenlogger, die verbinden sich mit einem MQTT-Broker, also einem Server, und legen dort über eine mobile Datenverbindung regelmäßig Messwerte ab.
Und auf der Anwenderseite verbindet sich der Messtechniker jetzt über ein Endgerät ebenfalls mit dem MQTT-Broker und abonniert den Empfang von den Einsendungen der Datenlogger. Vielleicht kennen Sie das Prinzip sogar schon auch von Ihrer Photovoltaikanlage zu Hause. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie die MQTT-Funktion beim Datenlogger konfiguriert wird. Bei unserem Unican 3 sieht es dann beispielsweise folgendermaßen aus. Wir erzeugen hier in den Einstellungen jetzt einfach eine sogenannte MQTT-Kanal-Anzeigegruppe und können dann beliebige vom Datenlogger erfasste Messgrößen dieser Anzeigegruppe hier zuordnen. Das geht per Drag und Drop, ganz einfach. Und der Logger, der veröffentlicht diese Daten dann über das MQTT-Protokoll. Und so könnte dann beispielsweise ein Dashboard aussehen, auf dem die vom Logger veröffentlichten Daten dann angezeigt werden. Wir sehen hier jetzt zum Beispiel Messdaten von DMS-Sensoren oder auch von Temperaturfühlern eines instrumentierten RC-Cars, das wir als Demonstrator auf unseren Messen einsetzen. Fassen wir nochmal zusammen, was die MQTT-Funktion im Datenlogger leisten kann. Wir können Echtzeitinformationen über ein standardisiertes Übertragungsprotokoll übermitteln und so regelmäßig Statusinformationen des Loggers sowie Live-Messdaten einem Anwender zur Verfügung stellen, und zwar einem Anwender, der nicht vor Ort sein muss. Die Datenübertragung ist selbstverständlich geschützt, und zwar durch eine Authentifizierung mittels Benutzername und Passwort sowie eine Verschlüsselung der Nachrichten mittels TLS-Protokoll. Und darüber hinaus lässt sich die Aktualisierungsrate bedarfsgerecht einstellen. Und bei Verbindungsproblemen werden die Daten vom Logger einfach zwischengepuffert, sodass kein Datenverlust bei der Übertragung entsteht. Mit der MQTT-Funktion kann der Datenlogger also die Anzeigemöglichkeiten beim Messrechner zwar nicht komplett, aber doch weitestgehend kompensieren. Damit kommen wir auch schon zu Schritt 3 in unserem Testablauf der Datenauswertung. Grundsätzlich ist bei diesem Schritt der Rechner gegenüber dem Datenlogger im Vorteil, denn auf dem Rechner haben wir mit den entsprechenden Software-Tools gute Möglichkeiten, sofort in die Analyse zu gehen. Es könnte hier aber beispielsweise das Problem auftreten, dass bei einer Fehlbedienung im Eifer des Gefechts Daten versehentlich gelöscht werden. Wie sieht es dazu bei der Verwendung eines Datenloggers aus? Nun ja, viele Datenlogger bieten ja bereits heute die Möglichkeit, ihre Messdaten per Funkverbindung zu übertragen. Und unser Unican 3 bietet hier gleich zwei Wege an. Zum einen ein abwärtskompatibles LTE-Modem und zusätzlich ein WLAN-Modul. Und beide Module sind übrigens fest im Logger integriert. Das heißt, wir benötigen keine sperrigen Anhängsel am Datenlogger, außer natürlich den entsprechenden Antennen. Zukünftig wird der Unican 3 diese beiden Übertragungswege aber noch besser kombinieren, nämlich mit der sogenannten ABC-Strategie. Damit lassen sich dann bereits während und auch nach Versuchsfahrten mit höchstmöglicher Übertragungsgeschwindigkeit die Messdaten übermitteln. Und diese Messdaten, die sind dann sofort für die Auswertung weiter verwertbar, da sie schon direkt im standardisierten MF4-Format vorliegen. Dazu gleich mehr. ABC-Strategie ist ein Akronym und bedeutet Always Best Connection und beschreibt die Fähigkeit unseres Datenloggers, gleichzeitig mehrere Datenübertragungsmöglichkeiten konfiguriert zu haben und anzubieten und diese auch automatisch je nach der best- bzw. schnellstmöglichen Datenverbindung auszuwählen und zu priorisieren. Das heißt, wir haben ein LTE-Modem, wir haben ein WLAN-Modul und der Logger wählt dynamisch immer die beste Verbindung aus, um die Messdaten zu übertragen. Eine weitere wichtige Funktion des Datenloggers zur schnellen Bereitstellung der Messdaten ist die Onboard-Datenkonvertierung der Rohdaten in ein direkt weiterverwertbares Format. Beim Unican 3 bedeutet das konkret, dass der Datenlogger selbst die erfassten Rohsignale intern onboard ins MF4-Format umwandelt, die dann nach dem Auslesen bzw. nach der Übertragung sofort weiterverwendbar sind, zum Beispiel für Analysen.
Mit der Onboard-Datenkonvertierungsfunktion des Datenloggers kompensieren wir also den Nachteil einer verzögerten Verfügbarkeit der Messdaten und ziehen damit auch hier mit dem Messrechner wieder gleich. Kommen wir noch zum letzten Schritt in unserem Testablauf, der oftmals nach der Auswertung notwendigen Anpassung der Messaufgabe. Und hier ist ja ein Nachteil des Rechners, dass die Anpassung der Messaufgabe nach der Analyse oftmals zeitaufwendig in der Form sind, als dass die Testfahrzeuge oftmals zur Zentrale wieder reinkommen müssen. Gute Datenlogger sind hier jetzt wieder im Vorteil, wenn sie eine Remote-Konfiguration erlauben. Was heißt das? Zum Beispiel beim Unicamp 3 haben wir die Möglichkeit, dass, wenn keine Anpassungen an den Einstellungen der Analogmessmodule vorgenommen werden müssen, die neue Logger-Konfiguration direkt aus der Ferne über eine mobile Datenverbindung auf den Logger eingespielt werden kann. Auf diese Weise kann der Logger direkt dort rekonfiguriert werden, wo sich das Fahrzeug gerade befindet, was zum einen die Arbeitsabläufe deutlich schneller macht und auch wieder Personalkosten bei der Betreuung des Fahrzeugs einspart. Wenn wir jetzt nochmal die vier Schritte unseres Vorserientestings und die Gegenüberstellung von Messrechner und Datenlogger bei den einzelnen Schritten, wenn wir daran nochmal zurückdenken, dann können wir unsere Erkenntnisse folgendermaßen als Übersicht zusammenstellen. Die Verwendung eines Datenloggers, im Speziellen des Unicamp 3 mit den vorgestellten Funktionen, spart Bedienpersonal ein, spart dadurch und durch die geringe eigene Größe Platz im Versuchsfahrzeug ein und erhöht die Insassensicherheit um ein Vielfaches. Außerdem gewährleistet die automatisierte Datenverwaltung eine hohe Prozesssicherheit bei der Datenablage und Datenverluste werden durch die sichere Fernübertragung von Messdaten nahezu ausgeschlossen. Mit den Funktionen MQTT-Verbindung, ABC-Übertragungsstrategie und Onboard-Datenkonvertierung ist der Datenlogger darüber hinaus in der Lage, seine Nachteile gegenüber einem Messrechner mehr als wettzumachen. Und damit stehen ihm die Vorteile beider Welten, denen des Messrechners und denen des Datenloggers, gleichermaßen in Form einer intelligenten, kompakt Datenloggerlösung wie dem Unicamp 3 zur Verfügung.